So, servus, herzlich willkommen zurück bei den Shisha Devils. Ich begrüße euch im neuen Video und zwar, wir haben heute eine neue Tabakvorstellung. Ich stelle euch den Taori Wildfire vor. Ist ein, steht drauf, Strong Tobacco und ja, 200 Gramm, 15,90 €. Die Geschmacksrichtung ist Honigmelone mit Maracuja Wassermelone auf Eis. Diese ganze Geschichte, das ist so ein ganz dunkelbrauner Tabak, eigentlich schon fast schwarz. Die Dose schon ein bisschen siffig, weil ich hatte die mit in Kroatien. Und da ist sie ein bisschen in der Tasche so rumgeschwappt. Und ja, extrem feiner Schnitt, falls ihr das seht. Also eigentlich nur ganz dunkel und komplett zugematscht. Und ja, jetzt werde ich diesen Kopf hier mal bauen. Ich würde bei diesem Kopf eine Zange verwenden, aus dem Grund, weil der Tabak einfach so schmierig ist. Also so voll und mulas. So ungefähr, dass ihr euch vorstellen könnt, das ist wirklich so eine richtige Masse. Dann einfach, ich benutze hier meinen 7-Days-Kopf, habe den gerade frisch ausgekocht. Den On Fire mit dem Sieb. Dann wird das Ganze hier auf die Schiene draufgepackt. Ich benutze heute die Kaya Elox Click. So, noch kleiner Tipp am Rande von mir. Und zwar, wenn ihr die Kohlen auf den Grill macht, legt ihr die so ein bisschen auseinander. Wenn ihr zum Beispiel so einen Elefant habt wie wir, wenn die Hälfte so durch ist, dreht ihr die einfach um, weil dann wird sie von beiden Seiten einfach perfekt heiß und perfekt angebraten und wird nicht zu klein. Und dann packt ihr das ganze Zeug auf euren Kamin drauf und dann heizt ihr das ganze Ding an. Dann habt ihr hier euer schönes Kohleabwaschgerät oder ich weiß nicht, wie ihr das transportiert. Falls euer Kohlegrill am anderen Ende des Zimmers ist, könnt ihr auch da am Henkel heben oder so. Dann mache ich meine Kohlen da drauf. So, es kommt schon ein bisschen was vom Geschmack her. Es macht sich auch schon so ein bisschen was bemerkbar. So, Shisha ist jetzt halbwegs angeraucht und wir haben hier schön die Black Kokos drauf, wie gehabt. Und richtig schön sieht es, finde ich, aus, einfach nur mit dem Ding. Das ist dann so klein, die Shisha, die ist so putzig, so ja komm, mitnehmen und so schön durch die Gegend heizen. Und ja, lässt sich auf jeden Fall sehr entspannt rauchen, der Tabak. Er drückt nicht, er kratzt auch nicht. Rauchbildung ist okay, jetzt nicht so überkrass, aber ist schon gut. Also ist ausbaufähig, die Rauchbildung. Wir haben mal die Kohlen weiter in die Mitte. Also ich denke, es ist doch ein Tabak, mit dem man mit 4 Kohlen entspannt rauchen kann. Und ja, man, auf jeden Fall, man, ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt Watermelon nimmt, dieser Geschmack, der ist irgendwie unverkennbar, der ist so penetrant. Aber hier finde ich zum Beispiel die Wassermelone nicht so penetrant, die ist so nebenbei oder das schmeckt fast eher so, gerade so frisch abgebissen hat, dann noch was getrunken hat oder so und dann so der Geschmack noch im Mund ist so ein bisschen. So schmeckt es, aber Wassermelone ist ja an sich eigentlich kein richtiger Geschmack, finde ich. Ist ja eigentlich nur süß, schmeckt schon ein bisschen, aber nicht so intensiv, weil es ja wirklich eigentlich nur auf Wasserbasis ist. Die Honigmelone schmeckt man auf jeden Fall raus und das Eis auch. Ist jetzt nicht zu frisch, also ich finde es könnte auch ein bisschen Frische vertragen, ein bisschen Green dazu machen oder ein bisschen Minze, was ihr halt so benutzt. Ich benutze Green ja nur als Minze von Ultimate und dann ist es noch ein bisschen frischer, noch ein bisschen schöner vielleicht. Maracuja schmeckt man auch raus. Ich mag Maracuja persönlich sehr gern. Ja, lässt sich super entspannt rauchen, der Rauch. Also es kratzt überhaupt nicht irgendwo. Es lässt sich einfach super entspannt inhalieren und genießen. Ist richtig schön entspannt und schmeckt richtig gut. Also auf jeden Fall empfehlenswert und die 15,90 €, das ist auf jeden Fall wert. Normaler Tabak ist ja bei 14,90 € hier, die 7 Days oder jetzt die anderen so 0815 Tabak sozusagen. Aber wunderbar, schmeckt super gut. Wie gesagt, kann ich empfehlen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und super entspannte Woche. Bis zum nächsten Video, haut rein, wir sehen uns. Ciao.